Und auch wenn es illusorisch klingen mag, wenn Al-Abadi davon spricht, bis Ende des Jahres den IS vollständig vertrieben zu haben, glaube ich schon, dass es klar ist, dass sich die Kräfteverhältnisse verändert haben. Und da wäre es zu kurz gesprungen, wenn man nur darauf guckt, Thorsten Frey, dass in den vergangenen 12 Monaten der IS etwa 15% seiner Einflusssphäre verloren hat. In dieser Zeit ist auch anderes passiert. 10.000 islamistische Terroristen und dabei auch Köpfe des Terrorkalifats sind getötet worden. Finanzierungsquellen werden Stück für Stück ausgetrocknet und Nachschubwege systematisch abgeschnitten. Und es hat ja auch unmittelbare Erfolge. Man kann ja sehen, dass der IS an Schlagkraft verliert, dass er beispielsweise seine Beschäftigten nur noch den halben Sold bezahlen kann, dass er nicht mehr so viele Terrorsöldner akquirieren kann wie in der Vergangenheit. Und das Allerwichtigste, dass er ein Stück weit seinen Nimbus verliert. Den Nimbus nämlich, in der Fragilität der Region für Stabilität sorgen zu können. Und deswegen müssen wir exakt auf diesem Weg weitermachen. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir davon sprechen, dass man weitergehen muss auf diesem Weg, dann ist es eben deshalb notwendig, weil trotz aller Erfolge der IS immer noch den Terrorismus nach Europa exportiert, weil er immer noch unsere Werte, unsere Art zu leben angreift und weil er darüber hinaus immer neue Fluchtursachen in der Region setzt. Und das kann man ja auch ganz unmittelbar sehen, dass auch sein muss, in der Region, vor Ort, dem IS dort die Stirn zu bieten, wo er seine Wurzel hat. Thomas Frey war das für die CDU-CSU-Fraktion, der in seiner Rede ganz andere Schlüsse gezogen hat als vor ihm Jan van Aken. Er ist dafür, diesen Einsatz fortzusetzen. Nach ihm jetzt Omid Nuripur, Bündnis 90, die Grünen. Er ist ebenfalls außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Durch ISIS ist ein Weltproblem. Und ISIS ist in den letzten 12 Monaten eher auch stärker geworden. Sie haben Territorium gewonnen in Libyen. Sie haben das Chaos des unfassbaren Krieges, allen voran zurzeit geführt von der Koalition um Saudi-Arabien in Jemen, genutzt, um dort Fuß zu fassen. Und spätestens seit Paris wissen auch alle, dass ISIS sehr aktiv netzwerkt und arbeitet in Europa. Es gibt ein Land, das eine Ausnahme bildet. Es gibt ein Land, in dem ISIS auf dem Rückzug ist, und das ist der Irak. Und dafür gibt es sehr viele, die dort gearbeitet haben. Dazu gehört auch die Region Nordirak und dazu gehört auch die kurdische Regionalregierung, denen man dafür danken muss. Und es ist auch gut, dass Deutschland dort einen Beitrag der Hilfe leisten will. Das ist überhaupt keine Frage. Die Ausbildung hat auch was gebracht. Das bestreitet niemand. Oder wir zumindest nicht. Die Frontlinie ist stabilisiert, das hat was mit der Ausbildung zu tun. Und dafür, finde ich, muss man auch den deutschen Soldatinnen und Soldaten, die vor Ort arbeiten, auch tatsächlich danken. Die Ausbildung ist richtig und wichtig. Dennoch haben wir letztes Jahr uns mit großer Mehrheit als Grüne enthalten. Auch dieses Jahr wird es genauso sein. Und dafür gibt es einen zentralen Grund. Die Rechtsgrundlage ist nicht richtig. Das ist bisher überhaupt gar nicht Thema gewesen. Das wundert mich schon ein bisschen. Es ist völkerrechtlich korrekt, ein solches Mandat vorzubringen. Es gibt eine Einladung der Zentralregierung aus dem Irak. Aber es reicht in Deutschland bekanntermaßen nicht. Wir haben auch noch ein Grundgesetz. Und es gibt eine klare Rechtsprechung aus Karlsruhe, die sagt, dass Einsätze nur im Rahmen der Systeme kollektiver Sicherheit erfolgen dürfen. Sie hatten jetzt, verehrte Bundesregierung, 12 Monate Zeit, eine solche Grundlage zu schaffen, beispielsweise indem es eine EU-Trainingsmission gibt. Sie haben stattdessen eher versucht, eine Rechtsgrundlage herbeizufantasieren. Wir hatten jetzt dieser Tage im Ausschuss einen Fall von Erklärungsversuch. Da hieß es, naja, das ist ja gar nicht notwendig, ein System kollektiver Sicherheit zu haben, weil es ja gar kein Einsatz ist. Dann frage ich mich, warum mandatieren Sie hier eigentlich? Die Antwort ist eindeutig. Es ist ein Einsatz 30 Kilometer hinter der Frontlinie von bewaffneten Soldatinnen und Soldaten. Und deshalb ist es absurd, dass Sie sich jetzt nicht um eine Rechtsgrundlage bemüht haben. Das führt uns dazu, dass wir auch dieses Jahr nicht werden zustimmen können in großer Mehrheit. Man muss einfach sehen, dass mit abnehmendem militärischen Druck viele alte Gräben innerhalb der kurdischen Fraktionen aufbrechen. Das ist hochdramatisch teilweise, wenn man bedenkt, dass der Parlamentspräsident nicht mehr ins Parlament darf. Dass 4 Minister ausgesperrt worden sind, dass es Parteien gibt, die große Erfolge haben bei der Wahl, die derzeit aus dem Parlament ausgeschlossen werden, dass Demonstrationen niedergeknüppelt werden, dass es sehr, sehr viele Berichte gibt, nicht nur den neuen von Amnesty International, sondern auch aus dem letzten Jahr von Human Rights Watch, in dem klar beschrieben wird, dass dort
vertrieben wird, und zwar die arabische Bevölkerung vertrieben wird von Kurden. Das sind sehr, sehr starke Vorwürfe, denen man natürlich dringend nachgehen muss und die man sehr ernst nehmen muss. Und natürlich muss man auch sehen, dass die Pressefreiheit sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Ich zitiere von einer Mail, die ich bekommen habe von einem mir bekannten Journalisten in Erbil oder aus Erbil, der ist nämlich nicht mehr in Erbil. Ich zitiere: Ich lebe derzeit in einem Asylbewerberlager. Ich habe vor, in Deutschland zu bleiben und hier Asyl zu beantragen. Die Sicherheitskräfte der KDP griffen mein Büro und verhafteten mich. Als ich später eine Todesdrohung erhielt, habe ich den Kurdistan-Irak verlassen und bin, um mein Leben zu retten, nach Deutschland gekommen. Das ist doch ein klares Wagnisdal und das verpflichtet doch, über die Missstände laut und klar zu sprechen. Nur ist es derzeit nicht sichtbar. Viele deutsche Minister sind hingefahren, waren in Erbil, ist auch richtig so, nur habe ich die klare Sprache nicht gehört. Es gibt sehr viele, worüber man mal reden müsste. Es gibt zum Beispiel das Thema Einbindung, ist ja von Kollegen Mützenich vorhin auch angesprochen worden, die Einbindung der Peschmerga in die irakischen Sicherheitskräfte. Fehlt. War vor 12 Monaten genauso weit wie heute. Nur gibt es jetzt auch noch die vielen Berichte über Sold, der nicht mehr bezahlt wird an die Peschmerga seit 5 Monaten. Die kurdische Regionalregierung ist unter immensem finanziellen Druck. Dann ist es umso wichtiger, auf die Frage der Sicherheitssektorreform zu achten. Dann ist es aber erst recht umso wichtiger, zu helfen, ja, aber auch gleichzeitig, gerade weil es ein wichtiger Partner ist im Kampf gegen ISIS, laut und klar anzusprechen, was dort alles falsch läuft. Und es läuft verdammt viel falsch und darüber muss man sprechen. Letzter Punkt, der uns letztes Jahr auch hier zur großen Diskussion geführt hat, die Frage der Waffenlieferungen. Wir haben auch innerhalb der Grünen da sehr heftig darüber gerungen. Und das ist auch richtig so bei einer so zentralen Frage. Nur ist es so, dass wenn hier diese Berichte vorliegen, wie wir sie kennen, über Schwarzmarkt, über Proliferation in einer der am meisten proliferationsgefährdetsten Gegenden der Welt, über die wir sprechen, dass man Aufklärung braucht und dass die Bundesregierung dort eine Nachweisverpflichtung hat, der sie nicht nachkommt. Es reicht nicht zu sagen, es gibt eine Endverbleibserklärung. Wir wollen die Endverbleibskontrolle sehen und wir wollen sehen, wo die Waffen geblieben sind, damit wir weiter reden können. Stattdessen läuft Frau von der Leyen weiterhin durch die Gegend und verspricht nach jeder Reise die nächste Tranche der Waffenlieferungen. So wird das nicht funktionieren. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, wenn Sie wollen, dass wir in 12 Monaten auch mit Ihnen stimmen werden. Und ich bin relativ sicher, dass wir in 12 Monaten nochmal darüber berichten müssen. Und es ist einfach nicht fair, beispielsweise Herr ohne Kollege. Rechtsgrundlage auf Kosten der Soldatinnen und Soldaten ein solches Mandat vorzulegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit die Kritik von Omid Nuripur, die Begründung dafür, dass sich, wie er sagte, der Großteil seiner Fraktion enthalten wird. Herr Präsident, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir verlängern heute das Mandat für die Ausbildungsmission im Norden Iraks. Warum bilden wir aus? Weil der furchtbare IS-Terror sonst voranschreitet, Menschen umbringt und eine ganze Region destabilisiert. Wozu bilden wir aus und wen? Wir bilden aus kurdische Kämpfer vor Ort, damit sie in die Lage versetzt werden, die eigene Heimat zu verteidigen. Was bilden wir dort aus? Wir bilden aus Sanitätsausbildung, Minenräumung, wir bilden aus Kampf und wir bilden auch aus für den Schutz. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Ausbildungsmission. Und auch, um die Fluchtursachen dort zu bekämpfen, wo sie entstehen, meine Damen und Herren, denn wir müssen gemeinsam einen wichtigen Henning Beitrag Otte, leisten CDU. Im Kampf gegen diesen unmenschlichen IS-Terror, den sogenannten islamistischen Staat, der im Zentrum Nordiraks und in Syrien wirkt und wie ein Franchise-System versucht, die Welt zu destabilisieren. Der IS-Terror ist eine Bedrohung für den Weltfrieden und dem stellen wir uns auch gemeinsam entgegen, meine Damen und Herren. Es leiden insbesondere die Jesiden auch dort vor Ort. Hunderte, ja Tausende jesidische Männer sind getötet worden. Hunderte, ja Tausende, auch Frauen und Mädchen sind verschleppt worden oder getötet. Viele Mädchen sind noch in den Händen dieser Barbaren. Ich wiederhole, viele Mädchen sind noch in den Händen dieser Barbaren. Und sehr geehrter Kollege Herr van Aken, ich habe Ihnen ganz genau zugehört. Und Sie haben nicht mit einem Wort das Leid dieser Menschen angesprochen, nicht mit einem Wort das Leid dieser Menschen, nur damit Ihre Programmatik hier an diesem Pult steht. Das ist nicht Verantwortung, das ist Augenverschließen vor dem Leid vieler Menschen und das ist nicht zu akzeptieren, meine Damen und Herren.
Vor dieser Gewalt fliehen nämlich die Menschen, weil sie keine andere Zuflucht finden. Sie geben ihre Heimat auf. Sie kommen auch nach Deutschland, weil sie Schutz suchen. Und das stellt unsere Gesellschaft auch vor eine große Herausforderung. Der IS versucht beispielsweise in Libyen einen neuen Brückenkopf zu bilden, dort Fuß zu fassen und von dort aus über das Mittelmeer Europa auch zu destabilisieren. Das müssen wir verhindern, auch zum Schutz unseres Landes. Wir müssen uns dort engagieren, wo die Konflikte entstehen. Wir müssen dort aktiv werden, wo die Konflikte auch uns bedrohen. Sonst müssen sich noch mehr Menschen auf die Flucht machen. Ja, es ist ein innerislamischer Konflikt und die arabischen Staaten sind mehr denn je aufgefordert, Selbstverantwortung zu tragen. Ja, es ist ein innerislamischer Bürgerkrieg, aber es liegt auch im europäischen Interesse, es liegt insbesondere im deutschen Interesse, diesen Konflikt zu entschärfen und zu verhindern, dass sich die Lage weiter destabilisiert. Und es ist vor allem auch eine Frage der Menschlichkeit, meine Damen und Herren, Menschen zu schützen und sie nicht sterben zu lassen. Und auch deswegen helfen wir, auch deswegen erteilen wir dieses Mandat, meine Damen und Herren. Es geht auch darum, dass wir der kurdischen Peschmerga weiter beistehen, die den IS auf breiter Front zurückgedrängt haben. Und das zeigt, dass diese Strategie erfolgreich ist. Kollege Frey hat es deutlich dargestellt. Und deswegen werden wir nochmal diese Mission von 100 auf 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Und dieses Mandat ist rechtlich abgesichert. Kollege Mützenich hat es deutlich herausgestellt. Und ich sage auch an die, an die Adresse der Grünen, es gibt immer viele Ausreden, die man suchen könnte, um nicht einem solchen Mandat zuzustimmen. Aber jetzt eine solche Position hier zu beziehen, das ist nicht Verantwortung. Wir ertüchtigen die Menschen vor Ort. Das ist nachhaltig, selbst für Stabilität in der Region zu sorgen. Das ist Nachhaltigkeit. Nicht die Ideologie, die Ihnen passt, sondern die Verantwortung. Und die Realität ist Maßstab für uns, meine Damen und Herren. Wer die Verantwortung in der Welt bejaht, der darf sich der Last, die sich daraus ergibt, nicht entziehen. Das ist ein gutes Motto, wie ich finde. Und deswegen sage ich, nicht mit erhobenem Zeigefinger an der Seitenlinie stehen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Die Union übernimmt Verantwortung mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit unserer Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und mit unseren Koalitionspartnern, allen voran Außenminister Steinmeier. Ich danke diesen Lebensrettern und ich danke vor allem der Bundeswehr als Lebensretter, die als Soldatinnen und Soldaten oft auch Mütter und Väter selbst sind, die einen Beitrag leisten zur Stabilisierung, einen Beitrag dazu leisten, damit die Menschen nicht vor diesem Terror fliehen. Und es ist auch gut, dass wir unseren Soldaten die notwendige Ausrüstung zur Verfügung stellen. 130 Milliarden Euro, hat unsere Verteidigungsministerin gesagt, ist notwendig. Wir stellen diese Mittel zur Verfügung. Sie sind Schutz für unsere Soldaten, denn die Bundeswehr ist Garant für die Sicherheit. Und wir alle haben den Auftrag, den Frieden und die Sicherheit in dieser Welt zum Nutzen der Menschen zu stabilisieren. Herzlichen Dank. Henning Otte war das für die CDU-CSU-Fraktion, der verteidigungspolitischer Sprecher ist. Nächster und letzter Redner in dieser Aussprache ist jetzt Reinhard Brandl, CDU-CSU. Herr Präsident, verehrte Kollegen, im August 2014 hatten wir uns hier in diesem Raum versammelt zu einer Sondersitzung. Wir waren damals schockiert über den Erfolg und die scheinbare Unbesiegbarkeit einer Terrororganisation IS, die damals immer mehr vom Irak nach und nach erobert hatte. Und ich erinnere mich gut, sie standen damals 40 Kilometer vor Erbil und es waren die Peschmerga-Kämpfer, die sich ihnen entgegengestellt haben, in deren Gebiet damals Zehntausende Jesiden und Christen geflohen waren. Und wir haben uns damals in einer schwierigen Abwägung und in einer sehr intensiven Debatte dafür entschieden, den Peschmerga im Kampf gegen den IS beizustehen, sie zuerst auszurüsten und danach auch auszubilden. Wohl wissend, welche Risiken damit verbunden sind, in einen laufenden Konflikt Waffen zu liefern, und wohl wissend, was für ein Risiko es auch für den Irak sein kann,
wenn wir eine Gruppe in diesem fragilen Staatsgebilde plötzlich direkt unterstützen. Meine Damen und Herren, im Nachhinein war diese Entscheidung richtig. Erbil konnte gehalten werden. Der Mythos Unbesiegbarkeit des IS wurde gebrochen. Und nach können die Peschmerga auch weitere Gebiete zurückerobern, wie zum Beispiel die Stadt Sinjar im November 2015. All das wäre ohne die internationale und insbesondere auch die deutsche Hilfe nicht möglich gewesen. Und meine Damen und Herren, ich war wenige Monate später im letzten Jahr mit einigen Kollegen zu Gast in Erbil und habe dort mit Vertretern der kurdischen Regionalregierung, der Peschmerga und auch der Bundeswehr gesprochen. Und ich will Ihnen zwei Beispiele nennen, wie die Hilfe der Bundeswehr tatsächlich vor Ort wirkt. Erstes Beispiel. Der IS hatte damals Lastwagen voll mit Sprengstoff gepackt und mit Metallplatten notdürftig gepanzert. Und Selbstmordattentäter haben diese Fahrzeuge damals in die kurdischen Dörfer gefahren und in die Stellung in der Peschmerga haben sie explodieren lassen. Die Peschmerga konnten dem nichts entgegensetzen. Sie waren dem hilflos ausgeliefert. Mit den Milan-Raketen, mit denen wir sie unterstützt haben, konnten sie nun erstmals diese Fahrzeuge auch auf Distanz bekämpfen, was zum einen die Verteidigungsfähigkeit, zum anderen aber auch die Moral der Truppe enorm erhöht hat. Zweites Beispiel, Sanitätsausbildung. Die Peschmerga haben damals sehr viele Kämpfer verloren, weil sie einfach nicht wussten, wie sie bei Verletzungen handeln sollen, wie sie beim Massenanfall von Verletzten reagieren sollen. Die Sanitätsausbildung der Bundeswehr, ganz einfache Dinge, Stillen von Blutungen zum Beispiel, hat massiv dazu beigetragen, dass deutlich weniger Opfer anfallen und auch das hat die Verteidigungsfähigkeit erhöht und die Moral der Truppe gestärkt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Einsatz war ein Erfolg und er war vor allem deswegen ein Erfolg in der Kombination von Waffen und Ausbildung. Ein Element alleine hätte nicht diese Wirkung gehabt und auch das können wir für zukünftige Konfliktsituationen auch mitlernen. Aber der Einsatz ist auch nur ein Mosaikstein. Ein Erfolg, aber isoliert betrachtet gar keine Lösung. Und meine Damen und Herren, wenn wir uns jetzt nur mal auf den Nordirak fokussieren, wir waren da auch bei der Regionalregierung und die sagten, ja, also klar, der Kampf gegen IS ist eines unserer Probleme, aber wir haben noch zwei viel größere Probleme. Erstens, wir sind praktisch zahlungsunfähig. Wir können unsere Kämpfer, unsere Staatsbediensteten nicht bezahlen. Und zweitens, wir wissen auch nicht, wie wir diese im Moment 350.000 Flüchtlinge, die in unserer Region sind, wie wir die tatsächlich auch versorgen sollen, vor allem auf lange Sicht. Und meine Damen und Herren, auch dafür braucht der Nordirak unsere Unterstützung. Und wir haben uns damals auch mit Vertretern von Christen und Jesiden getroffen. Und die haben uns berichtet, dass als der IS kam und sie vertrieben wurden, es ihre arabischen Nachbarn waren, die begonnen haben, ihre Häuser zu plündern. Und meine Damen und Herren, das alleine zeigt, was für eine große Aufgabe die Menschen in der Region im Hinblick auf Aussöhnung und Wiederaufbau noch vor sich haben. Und wir sollten jenseits dieses Einsatzes, auch dann, wenn die Waffen schweigen, wenn der IS besiegt ist, diese Menschen nicht vergessen. Sie sind dringend auf unsere Hilfe angewiesen. Und ich kann von unserer Fraktion aus sagen, dass wir sie nicht vergessen werden und Ihnen auch dann zur Seite stehen werden. Herzlichen Dank. Reinhard Brandl, CSU. Die Rede von Reinhard Brandl, meine Damen und Herren. Er war der letzte Redner in dieser Debatte zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Nordirak. Und auch dieser Einsatz wird, wie gerade eben schon der in Mali, jetzt namentlich abgestimmt. Und auch das wird wieder einige Minuten dauern.